Ich rede ja immer wieder sonst auch in, über die Politik, was geht. Aber ich habe bald genug, das Volk ist so dumm. Ich sage nicht, der Mensch ist dumm, sagt das Volk. Weil sie sind schon eben gebissen. Wie bei einem Vampir. Es gibt keine Vampire. Aber ich sage, so was man alles erzählt. Schaut doch mal ins YouTube hinein, da, was man über mich sagt, wie man auch bösartig über mich spricht. Herr möge sich ihrer erbarmen. Aber seht, die sind alles Gebissene. Wenn ich nur schon Politik höre. Doch zu 99,5% sind sie Gebissene. Und viele wagen nicht anders zu reden. Früher hat man immer noch erfahren, dass mal der eine andere Politiker gesagt hat, oder sagen wir mal Militär, hat einer einen Rosenkranz gehabt und er hat ihn verloren. Und er hat es nicht gewagt zu sagen. Dann aber der Kadi, der Hauptmann, hat es erfahren. Er hat den Rosenkranz gefunden und dann nimmt der Rosenkranz von der Kompanie. Wer hat den verloren? Und der wagte es nicht zu sagen, dass er sein Rosenkranz ist. Da hat der Hauptmann in die Tasche gegriffen und sagt, das, ich habe meinen noch. Dann hat er dann schamhaft einen sich gemolden. Ja. Das ist ja heute gang und gäbe, oder? Wenn einer nicht mehr an Gott glaubt, dann entweder hat er es noch nicht erfahren oder er ist gebissen worden. Und leider Gottes von der Kirche, von der Amtspriestertum. Und wenn ihr es nur mal begreifen würdet im YouTube, dass ich ja gar nicht zu dieser Kirche mehr gehöre, nur zu dem Glauben. Ich kann doch nicht mitmachen, wo der Herr sagt, der Heiland, es ist eine Kloake geworden. Wie es in Lazarett Mutter Gottes auch sagte. Und warum macht man das? Warum tut man nichts dagegen? Ja, man liest. Und dann kommen die vielen Begnadeten überall, Trompete und weiß ich, wie die alle heißen. Ja, es hat fantastische Sachen drin. Ich gebe es zu. Aber das Mark fehlt. Wo sind die Sakramente, die der Heiland eingeführt hat? Davon spricht man nicht. Müsste nicht mal zu sagen, geht mal wieder Reue und Leid machen, geht beichten. Heiligt den Sonntag, wie Gott es gewollt hat. Ja, ja, dann kommt man plötzlich, ja, Moment mal, in dem Alten Testament steht der alte Bund. Wie heißt es? Der Samstag sei der Sonntag. Ja, richtig, dem alten Bunde. Aber jetzt kam der Neue Testament. Und das hat nicht der Petrus gemacht. Das hat der Heiland gemacht. Der Heiland ist Gott. Und die Auferstehung dann wieder. Glorreiche Himmelfahrt. Das ist der neue Sonntag. Da hat es angefangen. Die ganze Kreuzigung und all das vom Heiland, wenn das hätte nichts genützt, wenn er nicht dann sagt, ich bin Gott und auferstehe und wieder zu Rechten Gottes sitzt. Das ist der Sonntag geworden. Gottes Mutter ist an vielen Orten erschienen, hat auch das proklamiert.